Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der letzte Teil der Belgien-Tour. Ja, leider ist die Woche auch schon wieder rum. Ja, hier befinden wir uns in einem verlassenen Kinderfreizeitpark. Hier konnte damals gegessen werden. Hinten geht es auch noch weiter. So, Freunde, hier sind wir jetzt im ersten Gebäude. Das war mal das ehemalige Café. Leider auch schon viel Vandalismus. Ja, nicht wundern, die Decke ist nicht runtergekommen. Das soll so sein. Hier konnte man auch noch sitzen und vielleicht seine Mahlzeit zu sich nehmen. Vielleicht fanden hier auch mal Aufführungen statt. Sieht aus wie so eine kleine Bühne. Und hier ist sogar eine Dia-Aufnahme. Mal gucken, ob ich die euch ein wenig zeigen kann. Kann man leider nicht mehr wirklich sehen. Schade. Gehen wir mal wieder raus. Schauen, was wir vom Park so entdecken können. Der ist ziemlich zugewachsen. So, mit den Sitzbänken wieder vorbei. Geht's hier zu dieser, ja, zu diesem Haus. Auch noch ein bisschen Einrichtung drin. Ein paar Unterlagen. Die werde ich allerdings verwechseln müssen. Ein paar Bilder. So wird das hier damals ausgesehen haben. Hier noch ein alter Kühlschrank. Komplett leer. Zum Glück. Stinken tut er trotzdem. Ja, hier ist eine Art Abstellkammer. Meine Taschenlampe geht aus. Gut. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Licht, Freunde. Die Taschenlampe. Ich packe auch gleich mal meine große Lampe aus. Dann sehen wir noch was mehr. So, weiter geht's mit der großen Lampe. Gehen wir mal hier die Treppenstufen nach oben. Schauen, was wir da noch entdecken können. Hier seht ihr. Reinste Urwald. Hier haben wir noch so einen alten Korb. Oh. Ich fühle mich hier wie im tiefsten Dschungel. Sieht man echt nichts mehr. Wenn wir darüber schauen, mal gucken, ob wir da noch was entdecken können. Vielleicht finden wir noch den ehemaligen Haupteingang. Weit und breit. Urwald, es wird langsam dunkel. Wir müssen einen Schlafplatz für die Nacht finden. Ja, die Hütte ist auf jeden Fall noch. So, Leute, hier haben wir leider nichts mehr gefunden. Jetzt geht es wieder zurück. Aber da hinten ging es ja auch noch weiter. Schauen wir uns gleich auch mal an. Mal gucken, was wir noch entdecken können. Reinste Urwald. Keine Ahnung, wie lang dieser Freizeitpark schon hier vor sich hergammelt. Oh,
auch nichts, aber hier kann man mal einigermaßen gut laufen. Nichts mehr, aber hier sehe ich noch so eine Hütte. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch hin. So, hier sind wir in der Hütte angekommen. Das ist noch ein kleines Haus. Dankeschön. Cool gemacht hier mit dem Tor. Sieht schon geil aus. Hat sich mal jemand viel Mühe gegeben. Wahnsinn. Ein richtig kleines Spieleparadies. Hier sehe ich auch noch irgendwelche Zettel. Rohmaterialien, wie Knochen, Hirschgeweih. Tierseenfälle. Okay. Das war vielleicht mal so eine Art, ja, Aufklärungslehrgang für irgendwas. Das ist eine Art Feuerstelle. Vielleicht so, ja, steinzeitmäßig, Neandertaler oder so. Hier geht es noch so Baumstumpf hoch. Schönes Strohbett. Richtig diese Trittlöcher in diesem Baumstumpf. Schön cool gemacht. Jetzt auch noch mal nach oben, sehe ich gerade. Mal gucken, ob wir hier auch hochkommen. Okay, Leute, hier ist noch mal so ein Schlafplatz. Oder Dachboden, Neuboden. Wieder runter. Okay, gehen wir mal wieder raus. Auf zum nächsten. Ja, auf zum nächsten. Alles Bilder. Ja, hier ist doch die Feuerstelle gewesen, wo wir gerade waren. Ja, wie so eine Art Lehrgang. Da hinten sind noch mehr Fotos. Und hier noch alles Fotos. Möbelstücke und Dekoartikel. Ja, hier sieht man es doch. So haben damals die Menschen eine Steinzeit gelegt. Das sollte wahrscheinlich hier wiedergegeben werden. Hier ist noch so eine Art kleine Küche. Sind wir hier mit dem Haus auch durch. So, dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Hier ist noch der ehemalige Weg. Und hier ist so eine gemütliche Sitzecke.
Teller sehen auch noch nicht so alt aus. Hier noch ein Kartenspiel und weitere Bilder. So, dann verlassen wir das Grundstück auch mal wieder. Vielleicht können wir noch was entdecken. Hier war wahrscheinlich damals der ehemalige Parkplatz. Ja, schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare zu der Location. Ich finde es mega interessant. Leider auch schon Ende der Tour. Vielleicht, wenn wir keine passende Location finden, brechen wir auch an der Stelle ab. Ansonsten wird noch ein Video folgen. Ja, Freunde, gucken jetzt hier schon wieder knapp 2 Stunden rum. Die, beziehungsweise das Problem ist, wir finden keine Schlafmöglichkeit. Deswegen werde ich an dieser Stelle die Belgien-Tour leider Gottes beenden. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten folgenden Videos. Bis dahin, ciao.